Hallo zusammen. Heute gibt es mal ein 1 zu 10er Tourenwagen. Und zwar, wir haben heute von Tamir mal ein TT01 Chassis. Das ist jetzt ein VW Scirocco GT. Das ist jetzt die Standardversion. Das ist ein Typ E Chassis. Also wirklich das ganz, ganz einfache Chassis. Und das Ganze habe ich in einem Sparpaket gekauft. Und zwar, hierbei gibt es noch einen kompletten Kugellagersatz. Das heißt, wirklich alle Kugellager, inklusive Kugellager für die Lenkung. Und das, was hier drauf steht, Torque-Tuned Motor, das ist hier nicht drin. Ist nämlich das bei. Das ist eine Brushless Combo, ist von Robitronic. Wir haben einen 50 Ampere Regler, der kann 2S und 3S. Motor, der kann natürlich auch 2S und 3S, hat 3000 kV. Und jo, das könnt ihr so in einem Sparset kaufen bei Modellbau Berlinski. Da sind wir preislich irgendwo bei, ich glaube, 135 Euro. Ist ein super Preis. Jo, das Ganze ist ein Baukasten. Müsst ihr also aufbauen. Und jo, dann holen wir das Auto mal hin. Der ist nämlich fertig. Und dann gucken wir uns den mal an. So. Das ist das gute Stück. Den habe ich jetzt in dunkelgrau Metallic lackiert, beziehungsweise Tamiya PS 23 Gunmetal. So, und dann gucken wir mal hier drunter. So, wie man sieht, der ist schon fix und fertig, fahrbereit. Und hier zu dem Baukasten, da kommt natürlich noch ein Servo dazu. Das ist jetzt ein Servo von Amevi, müsste das sein. Und zwar das ist ein Digital-Servo mit maximal 8,2 Kilo. Der kann maximal 6 Volt und das anscheinend in 0,07 Sekunden. Und an 6 Volt kann der auch 8,2 Kilo. Ja, ist mit Metallgetriebe. Gehäuse ist zur Hälfte aus Alu. Und dann wurden noch zusätzlich Öldruckstoßdämpfer hier zugekauft. Weil der Baukasten, der hat im Originalzustand, hat er nur diese, ich weiß es nicht, Reibungsdämpfer oder wie sich das nennt. Das sind nur so zwei Plastikgehäuse, wo die Feder drin sitzt. Und wenn ich die Funktion von einem Stoßdämpfer nicht habe, das würde dann ganz komisch fahren. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, Öldruckstoßdämpfer zu kaufen, immer mitbestellen. Die tun auch jetzt nicht die Welt kosten. Da sind wir irgendwo bei, ich glaube, 26 Euro. Das sind die Stoßdämpfer mit Öl. Und ihr tut von dem Baukasten die originalen Federn nehmen. Einen Empfänger, den habe ich natürlich noch gehabt.
Nur hier bei den kleinen Autos, da ist halt nicht genug Platz für eine RC-Box oder so. Deswegen sitzt das Ganze so hier oben drauf. Der Empfänger wird dann einfach auf den Servo draufgeklebt. Kabel macht man bis hier mit Kabelbinder fest. Und ja, und dann passt das Ganze schon. So, bei den TT01, dieser ganz einfachen Standardversion. Ihr könnt an dem Auto nicht groß was einstellen. Ihr könnt keinen Sturz einstellen. Ihr könnt Vorspur, Nachspur könnt ihr nicht einstellen. Ihr könnt auch keinen Nachlauf einstellen. Die Spurstangen, die könnt ihr auch nicht einstellen. Hier kann man im Prinzip gar nichts einstellen. Die Getriebeübersetzung, die kann man natürlich einstellen, das geht. Und der hier, der hat aber jetzt noch die Baukastenübersetzung, das heißt Hauptzahnrad 61 Zähne, Motorritzel 19 Zähne. Und jetzt halt den 3000 kV Motor. Die 3000 kV, das müsste dann ein 17,5 Turns Motor sein. Ich will gerade mal gucken, die Motorgröße. Das ist ein 3652. Haben mir gerade schon mal was hier passend hingelegt. Das ist ein Motor vom X-Max 8S. Und nein, der Motor kommt hier nicht rein. Jo, wo machen wir weiter? An dem Fahrtregler ist natürlich schon ein Stecksystem dran. Das wäre aber dann normale T-Stecker. So, und die T-Stecker, da weiß jeder, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Die halten nicht lange. Deswegen habe ich jetzt umgelötet auf XT60 und habe hier gerade noch zwei 5 mm Buchsen dran. Weil dem Auto kann ich dann diese Akkus fahren. 2S Lipos im Hardcase mit integrierter Boxe. Ja. Damit diese Akkus aber hier reinpassen, muss ein bisschen was angepasst werden. Und zwar, ihr habt hier bei dem Akkufach das ist normalerweise dafür ausgelegt, dass hier diese NIMH-Akkus reinpassen. Und die haben natürlich auch eine kleine Führung, was gleichzeitig auch eine Versteifung vom Chassis ist. Das heißt, hier unten, hier sieht man schon, hier ist ein bisschen was weggedremelt worden. Das sind so kleine Dreiecke. Die müsst ihr wegschneiden, damit der eckige Akku hier reinpasst. Dann hat er, jetzt hat er noch ein bisschen Spiel. Und dann müssen wir noch ein paar Sachen ändern. Und zwar, wo die Karosserieklammern reinkommen. Das sind hier so zwei Plastikstifte. Und die müssen in der Höhe müssen die etwas angepasst werden. Das heißt, die müssen für den Akku etwas höher sitzen. Und das kann man dann so machen. Diese Stifte, die werden von unten mit einer Schraube festgemacht. Und dann sitzen die Stifte quasi hier in diesen Plastikröhrchen. Und ich habe diese Stifte jetzt mit einer Mutter unterlegt. Und zwar diese Löcher passen M3 Muttern, ganz normale, also nicht Stoppmuttern. So, diese Muttern, die tut man einmal mit 3 mm durchbohren. Da legt man die Mutter hier unten rein, nimmt eine längere Schraube und dann kann man die wieder festschrauben. So, und dann kommt dieser Pin, der kommt dann 2,5 mm oder so, kommt der höher. Und dann kann ich auch ganz normal wieder
diese Strebe nehmen. Die Strebe muss aber ein bisschen bearbeitet werden. Und zwar, ihr habt hier vorne nochmal so einen Anschlag. So, und von dem Anschlag muss hier innen auf der Seite muss ein bisschen was weggefeilt werden. Damit ich halt ein bisschen mehr Platz habe. Und hier vorne das erste Loch. Da ist schon ein Langloch drin, aber das Langloch muss nach hinten noch ein bisschen erweitert werden. So, und dann kann man direkt, wenn die Klammern nachher hier reinkommen, da ist hier neben noch ein bisschen Plastik im Weg, das schneidet man noch weg und dann passt das. Dann kann man ganz normal das Ganze montieren. Ich habe jetzt nur für die ganze Kabellage, beziehungsweise hier für den Stecker, da muss hier oben aus dem Doppeloberdeck muss noch ein Stück rausgedremelt werden. Und dann tut das Ganze ganz gut passen. Jo, was gibt es hierzu noch zu erzählen? Ihr habt einen Servosaver. Dann gibt es hier bei dem Standard-Chassis. Ihr habt ganz normal Allrad über Kardanwelle, aber in der Mitte die Kardanwelle und die Antriebswellen. Das ist komplett Plastik. Und die ganzen Differ-Ausgänge, das ist auch Plastik. Und da müsst ihr ein Teil, und zwar den Differ-Ausgang, der hier hinten sitzt, der ist, ja, außen von der Oberfläche ist der ein bisschen unförmig. Den müsst ihr mal einen Akkuschrauber einspannen und müsst mal die Pfeile dran halten, dass ihr da wirklich eine gerade Oberfläche habt. Weil der sitzt sehr dicht am Motor dran. So. Und falls da mal ein Steinchen reinkommen sollte, dann soll das Steinchen natürlich an dieser, ja, nicht glatten Oberfläche nicht hängen bleiben. So, deswegen kann man den ein bisschen bearbeiten. Und dann sollte da normal auch nichts passieren. Fahrtregler, der hat sogar recht viele Funktionen zum Einstellen. Ihr könnt Bremskraft einstellen, ihr könnt Punch einstellen. Der hat sogar eine Drag Brake, die brauchen wir aber natürlich nicht. Libo Cut-Off kann man einstellen. Und im Libo Cut-Off habe ich eine Anleitung gesehen, der größte Wert, den ich einstellen kann, laut Anleitung sind 3,4 Volt. Wann er aber wirklich abschaltet, das muss ich ausprobieren. Und bevor ich das vergesse, im Baukasten sind Reifen und Felgen dabei. Tamiya legt aber keine Einlagen hierbei. Das heißt, wenn ihr das Auto kauft als Baukasten, da müsst ihr extra von Tamiya nochmal Einlagen kaufen. Weil sonst tut das Ganze nicht gut funktionieren. Ich weiß nicht, was sich Tamiya dabei gedacht hat. Weil für Hersteller sind die Reifeneinlagen, das sind Sendartikel. Dann kann ich nicht verstehen, dass die hier keine Einlagen beilegen. Dann zu den ganzen Aufklebern. Ihr habt Scheibenabkleber dabei, ihr habt Aufkleber dabei. Die sind aber nicht vorgestanzt. Das heißt, die müsst ihr alle ausschneiden. Das geht auf jeden Fall auch besser. Jo, dann müssen wir mal gucken, wann wir hiermit erste Probefahrt machen. Speedrun und das Ganze. Tut sich natürlich auch ein bisschen am Wetter richten. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.